Mit 20 Jahren hatte ich so fast 20.000 Euro Schulden. Und war so total ein Opfer dieses Denkens. Ich kaufe jetzt und hab's jetzt und bezahlen tue ich später. So, ne? Ist ja eigentlich Blödsinn, weil man hat zwar das Gefühl, man kriegt was umsonst, weil man gerade nichts bezahlt hat, aber man bezahlt ja dann doch irgendwie die Sachen nach. Und deshalb habe ich, als ich hier so mein Leben mit Gott angefangen habe, mir viel Gedanken zu dem Thema Geld gemacht. Ich wollte da nicht mehr hineinfallen in diese Verschuldung, in dieses Konsumverhalten, das einfach irgendwie maßlos wird. Und es ist interessant, in der Ausbildung haben wir gelernt, dass über 70% der Einkäufe, die ein Mensch macht, sind emotionaler Natur. Also man kauft wirklich kauft wenig ein, was man wirklich braucht, sondern oft nur das, was man oft aus der Lust heraus. Das ist auch an der Aldi-Kasse, wenn ich so mal aus dem Aldi-Alltag erzählen kann. Die meiste Klage an der Kasse, die man hört, ist: Eigentlich wollte ich nur einen Joghurt und jetzt ist es hier noch Bettwäsche und ein Apfel und die Wassermelone aus dem Angebot und dies und das geworden. Ne? Und dann sagen wir: Ja, so sichern Sie meinen Arbeitsplatz, vielen Dank. Aber für mich war das schon okay, wie will ich mit Geld umgehen? Ein ganz prägendes Erlebnis für mich ist gewesen, auch als ich in Kasachstan war, auf einen Einsatz, wo wir uns um Bedürftige dort in der Drogenreha gekümmert haben und Obdachlose besucht haben. Und als ich das erste Mal Menschen getroffen habe, die, wenn sie einen Kühlschrank aufmachen und sagen, es ist nichts zu essen da, wirklich nichts zu essen haben. Und ich kannte das bis dato so, dass wenn ich einen Kühlschrank aufgemacht habe und da war zwar alles voll, aber da war nicht das, worauf ich Lust habe, habe ich gerufen: Mama, ist ja nichts zu essen da. So, und dann habe ich das erste Mal gesehen, okay, es gibt Menschen auf dieser Welt, die leiden existenziell oder materiell an Dingen, die kann ich mir aus unserem Land gar nicht vorstellen. Und das hat für mich schon stark gesagt, okay, wenn ich im Geschäft bin, okay, brauche ich das jetzt wirklich? Die Geduld zu haben, auch zu sagen, okay, will ich, kann ich auch irgendwann gebrauchen, aber jetzt noch nicht, einfach abzuwarten mit den Ausgaben. Wir möchten für uns sparsam leben, wir möchten Geld beiseite legen, um Dinge im Vorfeld zu finanzieren, nicht im Nachgang. Und wir möchten auch immer einen Teil von unserem Geld abstellen, um es Leuten zu geben, die vielleicht nicht so haben. Das sind so unsere Prinzipien im Umgang mit dem Thema Geld.